Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu der 6. Ausgabe Schweizer Zeitmagazin im Jahr 2017. Das ist die Fernsehsendung von der Schweizer Zeit, einem bürgerlich-konservativen Magazin, das das sagt, was nicht ungesagt bleiben darf. Wir sind heute zu Gast im Landgasthof Sonne, Haus der Freiheit im Wintersberg, wo noch zu der Gemeinde Ebenhardt-Kappel gehört. Wir begrüßen auch recht herzlich die Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Sendung heute live in gemütlicher Atmosphäre hier im Haus der Freiheit mitverfolgen können und dann später vielleicht auch noch zu Wort kommen. Das Thema der heutigen Sendung ist Masseneinwanderung und kein Ende. Ein Thema, das in den allgemeinen Debatten bei den einen Kreisen immer abgespielt wird. Dabei geht sie weiter, Tag für Tag. Personenfreizügigkeit gerät immer mehr unter Druck und unter Beschuss. Dazu ist eine Volksinitiative angekündigt. Darüber wollen wir heute diskutieren. Und das zwar mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich den Nationalrat Andi Glarner hier bei uns, auch Gemeindepräsident von Oberwil-Lieli. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Und natürlich den Nationalrat Toni Brunner. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Die Sendung wird moderiert. Zum einen durch den Verlagsleiter der Schweizer Zeit, den Uli Schlüer, und von meiner Wenigkeit, die ebenfalls bei der Schweizer Zeit tätig sein darf. Ich übergebe gerade das Wort dem Uli Schlüer, der die Sendung mit der ersten Frage eröffnet. Ja, ich glaube, ich muss jetzt gerade die gemütliche Atmosphäre stören. Es ist ja eine Frage, die nicht unbedingt eine gemütliche Frage ist. Der Bundesrat und die Medien sagen zwar zurzeit, die Zahlen gehen zurück, die Einwanderungssituation die entspanne sich, die Einwanderung aus den EU-Ländern nehme deutlich ab, die Zahl der Asylsuchenden gehe deutlich zurück. Andi Glarner, Sie sind der Spezialist zu diesen Fragen. Wie kommentieren Sie oder wie kommentierst du die bundesrätliche Behauptung, die ein breites Echo findet bei allen Medien? Ja gut, das ist ein Beruhigungsbild. Oder wenn es mal ein bisschen zurückgeht, dann vermelden wir so einen Erfolg. Und wenn es darauf geht, dann schweigt man höflich darüber. Und jetzt ist ja inzwischen rausgekommen, dass man auch mit unterschiedlichen Zahlen arbeitet. Also das Bundesamt für Statistik schafft nicht mit den gleichen Zahlen wie das Staatssekretariat für Migration. Und somit haben wir ja müssen zur Kenntnis nehmen, dass viel mehr Leute gekommen sind als ursprünglich angenommen. Was ist der Unterschied in dieser Zählung? Das sind rund 15'000 Leute, glaub ich, wenn ich es so richtig sage, im Unterschied. Und da kommt es darauf an, was man alles zählt. Oder? Also wenn man vorübergehend aufgenommen nicht ganz dazu zählt, das kommt darauf an, ob man die ständige Wohnbevölkerung effektiv ständige zählt oder ob man auch die nimmt, die als Grenzgänger sind und so weiter. Also kann man alles beliebig fast ein bisschen hin und her zählen. Also Prognose? Ja gut, für den Sommer sehe ich im Sinne des Wortes schwarz. Wenn ich sehe, was von Afrika unten am Loslaufen ist und mit der gütigen Hilfe von Schleppern und Hilfswerken Richtung Italien verschifft wird, dann bin ich überzeugt, dass wir ein ernsthaftes Problem werden haben, spätestens wenn es mehr ruhiger wird. Das ist die eine Migration, eine sehr unerwünschte Migration, eine reine Wirtschaftsmigration. Und das andere ist natürlich dann die, wo man einfach von der Personenfreizügigkeit her haben. Und gegenüber Rumänien und Bulgarien hat der Bundesrat jetzt bereits das erste und das letzte Mal die Ventilklausel angerufen, weil auch dort kommt natürlich eine richtige Invasion von uns zu. Das ist ja seltsam, dass man einerseits sagt, es geht zurück und andererseits sagt man, jetzt muss man eine Bremsmaßnahme treffen, die man jetzt noch schnell kann, etwa noch anderthalb Jahre und dann ist es vorbei. Ja gut, er hat sie ja bei einem drüber angerufen, nur damit er eben kann sagen, er mache etwas und uns so auf die Art können beruhigen. Man muss aber zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl, die der Schweizer Ja gesagt hat zur Personenfreizügigkeit, war bei 8'000 gewesen, oder? Und wir sind jetzt bei 80'000 im Schnitt. Also eine Zahl, die ums Zehnfache übertroffen wurde. Der Herr Straubauer hat gestern im Interview gesagt, er hätte sich leicht getäuscht. Ja, also wenn ich Professor wäre und mich würde um Faktor 10 täuschen, würde ich glaube etwas anderes machen in Zukunft. Toni Brunner, der Kommentar zu der Berichterstattung und zu der Entwicklung. Also ich stelle fest, die ganze Migration in die Schweiz betreiben die offiziellen Ämter eine schöne Färberei betrieben. Es ist effektiv so, dass wir auch im europäischen Vergleich, wenn man die Einwohnerzahl von unserem Land nennt, eine überdurchschnittlich hohe Zuwanderung haben. Und das eine, was hier die Schuld ist, ist
der Systemfehler Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit, wo uns das Steuerinstrument genommen hat und der politische Wille daran, etwas zu ändern, ist ja bei den anderen Parteien, Parlament und Bundesrat, nicht rum. Und die zweite Schiene ist, dass wir in der Asylpolitik die völlig falschen Signale aussenden und eigentlich auch Leute da bleiben, vorläufig aufgenommen werden oder sogar in Asylstatus eindrängen, die da in dem Sinn überhaupt nicht irgendwo an Leib und Leben gefördert sind, sondern sich einfach wirtschaftlich verbessern wollen. Und solange man das zulässt, können natürlich nebst der Freizügigkeit auch über die Asylschiene Jahr für Jahr Tausende von Leuten, die dann da bleiben, übrigens auch zum Teil gerne in den Statistiken auftauchen, weil viele Leute, die gerne nicht das Bleiberecht haben, aber über die Asylschiene in die Schweiz können, werden noch gerne der ständigen Wohnbevölkerung angerechnet. Die Auswüchse der Masseneinwanderung auch aus der Asylschiene, die finden ja direkt einen Eingang in die Veränderung der Bevölkerung in unserem Land. Jetzt Ende Mai hat das Bundesamt für Statistik über das einen neuen Bericht herausgegeben und der besagt, dass demnach etwa 36% der Einwohner in der Schweiz einen Migrationshintergrund haben. Und bei den unter 6-Jährigen beträgt der Anteil bereits über 50%. Ja, betrachten von dieser Entwicklung auch und dass die Masseneinwanderung nicht gestoppt wird, dass sie unkontrolliert weitergeht, scheint. Wie wird sich die Schweiz durch das verändern? Wird die Schweiz wegmigrationalisiert, Andi Glarner? Ich behaupte, sie löst sich auf wie ein Stück Zucker im Wasser. Also irgendwann ist unsere Identität fort. Und zwar haben wir jetzt mit den neuesten Zahlen, die du gerade zitiert hast, haben wir schwarz auf weiß, dass es sehr viel schneller geht, als wir es gedacht haben. Wenn man sich überlegt, dass bis zu 6 Jahre alt über die Hälfte nicht mehr Schweizer sind ursprünglich und die irgendwann in 14 Jahren 20 sind, heiraten und sich wieder entsprechend fortpflanzen, dann kann man ja ausrechnen, wie lange es geht, bis wir in der Minderheit sind. Und wir merken es jetzt schon bei den Volksabstimmungen, dass man einfach nicht mehr mit bürgerlichen Grundwerten, mit schweizerischen Grundwerten durchkommt durch die Migration. Das andere ist nachher aber auch, wenn wir das Beispiel jetzt von letztem Jahr, je nach Zahl, aber wenn wir die Nettozuwanderung nehmen, dann ist es ja 75'400 gewesen, effektiv, aber 192'700 sind gekommen und 117'200 sind heim. Und das gibt dann netto die 75'400. Aber wir müssen integrieren, die ganzen 192'700. Oder? Man hat dann das Gefühl, ja gut, 80'000, das bringst du jetzt noch irgendwie her, ist ein Prozent von der Bevölkerung, das kann man pro Jahr verkraften, aber es ist eben ein 2,5-fache effektiv, das man verkraften muss. Und das sehen wir in den Schulzimmern, wo wir schlicht keine Schuhe mehr geben. Also wir sehen es im Endergebnis in der PISA-Studie, die Lehrer sind komplett überfordert mit der Befremdung, die da stattfindet. Das Zweite ist, und das ist noch viel schlimmer, Zuwanderung auf den Sozialstaat, Zuwanderung auch, dass weit über 30% effektiv als Familiennachzug kommen und eigentlich gar nicht zur Erwerbsfähigkeit beitragen, zum Bruttosozialprodukt beitragen. Und diese zwei Faktoren, das wird uns zu einer Verarmung führen, da bin ich überzeugt. Toni Brunner, vielleicht noch etwas zu ergänzen? Das eine ist ja, dass solange wir überdurchschnittlichen Wohlstand haben im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, werden wir eine gewisse Ausstrahlung haben für Zuwanderer. Das betrifft ja nicht nur den Lebensstandard in der Schweiz, sondern natürlich auch unsere Sozialwerke, die im Vergleich auch zu gewissen Nachbarländern Rolls-Royce-Sozialwerke sind. Weil wenn man es hier schafft, dann ist man nachher gut gehalten. Das spricht sich natürlich um. Das ist das eine. Und leider merken sehr oft viele Leute oder eine Bevölkerung erst, dass man zu grosszügig war, dann, wenn man den Wohlstand nicht mehr hat, nämlich wenn man verarmt ist. Leider müssen wir annehmen, solange dass wir überdurchschnittlich sind, wird sich daran nichts ändern, aber nachher sind wir verarmt. Und dann ist es eigentlich zu spät. Aber wir strahlen auch sonst falsche Signale ausstrahlen. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz, seit wir zulassen, dass man sich einbürgern lassen kann und sein altes Bürgerrecht behalten, natürlich auch die Attraktivität, um Schweizerin und Schweizer zu werden, erhöht. Und wenn man diese Faktoren mit einberechnet, so hat halt alles seine Ausstrahlung und wir lassen es ja zu. Eigentlich muss man nicht mit denen böse sein, die das ausnutzen, sondern mit den Politikern, die das zulassen. Da haben wir leider momentan falsche Mehrheiten. Da gerade anzuschliessen,
wir erleben ja jetzt gerade wieder außerordentlich stossende Übertretung von beschlossenen Massnahmen. Auf den 1. Januar vom nächsten Jahr wird das Einbürgerungsrecht verschärft. Und was passiert jetzt? Im Kanton Zürich sind wir drauf gekommen, hat die SP-Regierungsrätin, Justizdirektorin, verantwortlich fürs Recht, gesagt, allen Gemeinden tun alle, die von der Anwesenheitszeit her dürfen einbürgern, tun sofort noch einbürgern, um das zu unterlaufen, was da beschlossen worden ist. Es scheint sogar auf Anregung von Bern passiert, vom Justizdepartement in Bern. Also wir erleben, dass auf rechtlichem Weg Massnahmen beschlossen werden und die Justizverantwortlichen sagen, unterlaufen Sie noch schnell, damit es nicht wirkt. Ich meine, wie lange müssen wir uns das denn da noch gefallen lassen? Ja gut, solange der Bürger seine Leute wählt. Ich meine, jedes Land hat die Regierung, die es verdient, jeder Kanton und jede Stadt. Und unsere Leute kriechen denen auf den Leim, schauen auf die Fotos statt auf Daten. Und solange, wie wir das machen, und solange wir uns die FDP immer bei Regierungsratswahl am Seil abladen, im konkreten Fall vom Kanton Zürich, solange werden wir mit so regieren müssen leben. Ich meine, das Gleiche ist bei der Staatsanwaltschaft. Oder? Der Verein von der Staatsanwalt hat ja allen Mitgliedern geschrieben, sie müssen die Härtefallklausel müssen umgehen können. Und inzwischen haben wir bereits 50 Härtefälle gehabt. Also eine unglaubliche Zahl auch, wo man merkt, das wird jeder Beschluss, den wir machen, für den konkreten Fall dann von der Ausschaffungsinitiative, wird einfach unterlaufen durch die entsprechenden Behörden, durch Gericht und durch die Justiz. Also meiner Ansicht nach ist das politisch gewollt, weil das sind ja, müssen wir schon auch sehen, es gibt auch Kreise, die profitieren von der massiven Zuwanderung oder von Einbürgerungen oder von Migration. In der Schweiz sind es ja konkret gewerkschaftliche Kreise, linke Kreise, die natürlich über Zuwanderung auch Klientel bekommen, die sie können bewirtschaften können, über ihre Sozialämter, über ihre Migrationsämter, bis aber auch hin zu Gewerkschaftsmitgliedern. Und mit dem tun sie ja ihre Verluste an Mitgliedern kompensieren und darum sind sie eigentlich auch für munter weitere Migration. Wenn noch etwas nachschieben zum gleichen Sachverhalt. Die Mitteilung an Gemeinden wird ergänzt durch die Vermittlung von Piktogrammen, damit auch die Analphabeten wissen, wie man muss vorgehen muss, damit man sich einbürgert. Ich meine, Analphabeten, die man einbürgert, sind ja ausnahmslos Sozialfälle. Ja, aber also in der Verantwortung stehende Politiker, was machen wir, wenn die eigene Regierung solche Massnahmen trifft gegen Beschlüsse, die gefasst worden sind? Ja gut, man kann ja nicht viel mehr machen, als aufzeigen und bei den nächsten Wahlen nochmal darauf hinweisen. Letztendlich sind die Leute in Amt und Ehre und es wird ja noch gestützt, es wird auch selten darüber berichtet und wenn ja nicht gross. Also ich erinnere jetzt gerade an den Fall von der Weltwoche, wo auch in diesem Kreis ja übrigens in einem Anlass in Zug aufgedeckt worden ist, dass Frau Huber-Hotz, die ja gefordert hat, 80'000 Asylbewerber aufzunehmen, dann zeitgleich mit ihren Brüdern ein interessantes Grundstück gehabt hat im Kanton Zug und dann gerade auch noch den Auftrag bekommen hat, dort noch etwas zu bauen. Ich meine, das hat keine Zeitung aufgenommen, außer die Weltwoche. Skandalös genug, aber nachher hat es keine Weite verbreitet. Toni Brunner, müssen wir ein Impeachment-Verfahren, wie es in Amerika existiert, dass man gegen Gewählte, die Gesetze verletzen können, vorgehen? Müssen wir da so etwas einführen? Ja, ich glaube halt, es funktioniert momentan mit ein bisschen Selbstregulierung unter den Behörden nicht. Und das ist natürlich auch das Versagen von gewählten Amtsträgern. Weil es geht schon darauf raus, dass es in Bern Bundesämter gibt, die eigenmächtig auch sich über das Gesetz hinwegsetzen. Ich erinnere noch daran, dass zum Beispiel im Kanton Zürich sehr ausgeprägt der Status der Duldung ausgesprochen wird für Leute, die eigentlich weder einen Aufenthaltsstatus zu gut haben, auch die vorläufige Aufnahme nicht verhängt wird. Da erfinden plötzlich Leute, das Zürcher Migrationsämter den Status Duldung, wo es gerne nie eine gesetzliche Grundlage dazu gibt. Und da sind wir zwar politisch jetzt dran, das zu ändern, aber man muss natürlich wissen, dass das auch
zunehmend in einer Eigendynamik ausartet, wo man einfach merkt, in vielen Ämtern haben die, die denen vorstehen, entweder ihre kleinen Dorfkönige, wo ihre Ämter pflegen, nicht im Griff, oder tun sie natürlich noch aktiv dazu animieren, sich über Recht und Gesetz hinwegzusetzen. Das ist auch in der Verantwortung der jeweiligen politischen Aufsichtsbehörden, dass wir da natürlich dort eingreifen. Wahrscheinlich ist man da bis jetzt ein bisschen zu nachlässig gewesen. Und man sieht ja, wo es enden kann. Im Kanton Zürich gibt es da auch, oder in der Stadt Zürich, hat Filippo Lüttenegger müssen durchgreifen im städtischen Umweltamt, weil es einfach ausgeartet ist, weil es eine Selbstbereicherung der Verwaltung geworden ist. Es ist ja so, dass ja bereits in der Vergangenheit wir schon eine grosse Einbürgerungswelle hatten. Also in den letzten 20 Jahren sind 800'000 Leute eingebürgert worden. Das ist ja mehr als die Einwohnerzahl von Kanton Watt. Aber trotzdem hat eigentlich die Zahl auch von den Leuten mit Migrationshintergrund extrem zugenommen. Also heute hat man 2,5 Millionen von diesen Personen. Und das ist eine Zunahme von 2003 bis 2015 um 50%. Ist das überhaupt eine Entwicklung, die man noch korrigieren kann? Ja gut, Zuwanderung könnte man korrigieren, wenn man würde, eben zum Beispiel das Freizügigkeitsabkommen könnte und auch sonst mit dem Asylwesen restriktiver wäre. Aber mir macht inzwischen Geburtenentwicklung Sorge. Also jetzt auch im Asylwesen übrigens hat mich in der Fraktionssitzung ein Nationalratskollege gefragt, wie das zustande käme, dass weniger gekommen sind, aber am Schluss mehr da sind. Dann habe ich gesagt, ja gut, einerseits arbeiten sie mal nicht so fleissig in dem Amt, das ist ja sicher zu vermerken. Aber nachher haben wir mal die Geburtenentwicklung angeschaut und die ist eben auch noch hochinteressant. Also im Asylbereich wird gezeugt, was das Zeug hält. Also das ist natürlich, das kommt alles dazu. Und das sind meistens Glaubensgruppen, die nicht unbedingt uns wohlgesinnt sind, um das mal vorsichtig formulieren. In dem Zusammenhang kommt ja noch dazu, dass da die Asylkosten auch ein grosses Thema sind. Sozialhilfekosten, die Gemeinden auch belasten. Toni Brunner, also wenn eine kleinere Gemeinde ja einen krassen Fall hat von einer Asylfamilie, die mehrere hunderttausend Franken wegen Betreuungsmassnahmen und so weiter kostet, wie kann man das überhaupt korrigieren? Ist da Gemeindeautonomie auch stark gefördert? Ja, also der Stein ist am Rollen und der kommt in der Dynamik und der Geschwindigkeit über, die fast nicht mehr stoppen kann. Was verrückt ist, die Kostenexplosion, die ist momentan noch gar nicht unbedingt sichtbar, weil vieles dort jetzt der Bund noch mit Geld zudecken. Aber die Folgekosten muss dann die Gemeinden müssen das ausbaden. Das sind ja vor allem im Bereich, wenn es über die Asylschiene Leute ins Land geholt werden, die nicht dürfen da bleiben, wo der Vollzug nicht klappt, dann bleiben sie gleich da und irgendwann lässt man es da, auch wenn es kein Anrecht hätte, dort so gerne einen Familiennachzug zuholen und dann entstehen die riesigen Kosten, weil irgendwann muss die Gemeinde für die Kosten aufkommen. Und was da jetzt abgeht, ich meine, das ist ein Geschäftsmodell geworden. Der Familiennachzug und dann noch die Kindli-Produktion, weil ich kann es nicht anders nennen. Das ist eigentlich heute so, dass wenn Leute nachgezogen werden aus dem Heimatland oder so gerne Produktion in der Schweiz von Nachwuchs angeschoben wird, wirst ja du grosszügigst über die Sozialleistungen entschädigt. Also heute, jedes Jahr ein Kind auf die Welt stellen, ist für die zu einem Geschäftsmodell geworden, dass man kann ohne zu arbeiten auch überleben. Und jetzt kommt natürlich dazu, dass das auch ein bisschen um sich greift. Im Handyzeitalter ist natürlich das geschwind verzählt. Und die Geschichte geht in alle Ecken dieser Welt. Und wenn es die Schweiz zulässt, und so läuft es momentan mit diesen politischen Mehrheiten, wird das noch Ausstrahlung haben in andere Ecken dieser Welt. Bevor wir jetzt hier am Tisch weiter diskutieren, können wir vielleicht aus dem Publikum, aus den Zuhörern, die hinter uns sitzen, noch ein paar Impulse aufnehmen. Möchte jemand sich melden, irgendeine Meinung oder eine Frage stellen, bitte? Ja, ich möchte fragen, wird die Meldung auf Verarmung von der Schweiz, ist ja ein Begriff, der wahrscheinlich kommt. Wie machen wir es denn gleich wie Griechenland? Was passiert denn eigentlich mit diesen Haufen Flüchtlingen? Danke. Noch eine Stellungnahme oder eine Frage? Ja,
Ja, meine Frage ist, also es ist eigentlich mehr persönliche Anmerkung, weil wenn wir jetzt schauen, die in der Schweiz in der gesellschaftlichen Entwicklung, die macht mir extrem Angst. Und zwar darum, da hat man bei den letzten Kantons- und Nationalratswahlen überall gesehen, in Basel beispielsweise, wenn man sieht, dass ja die meisten, oder nicht die meisten, aber sehr viele in Zukunft mit Migrationshintergründen auf den Wahllisten sind. Ich bin aus dem Raum Wiel. Dort sehe ich natürlich, ich bin verschrocken in den 20 Minuten, die geschrieben hat wegen der Moschee-Eröffnung, dass dort bereits 15% der Bevölkerung muslimisch ist. Und dabei sagt man ja, ab 10% fährt eigentlich die Islamisierung an. Und das sind einfach schwerwiegende Folgen für die Schweiz. Weitere? Ja. Ich habe eine Frage an die beiden Herren Nationalräte. Vorher ist das Stichwort Integration gefallen. Wie stelle ich mir das vor? Ist das, dass irgendjemand aus einem komplett fremden Kulturkreis aus irgendeiner Ecke in der Welt eine gewisse Schule besucht in der Schweiz und nachher dann automatisch ein Schweizer ist? Oder wie kann man das genau formulieren? Können Sie das Mikrofon gerade im Nachbarn geben? Ja, wir haben doch heute das Hauptproblem. Und das ist die unkontrollierte Zuwanderung. Wir sind doch heute auf dem Weg, unser Sozialwerk für die nächste Generation zu zerstören. Wenn ich... Ja? Ist fertig. Also, arm wie Griechenland, die Wahllisten werden beeinflusst, die Islamisierung nimmt voran, die Integration, wie ist die überhaupt noch möglich bei dieser Zuwanderung? Bemerkungen zu diesem Stichwort? Ja gut, bei der Integration ist es relativ klar, Integration ist eine Frage der Menge. Also pro Schulklasse, pro Gesellschaft, man kann eine gewisse Menge nicht überschreiten, ohne dass es eben nicht zu einer Integration führt, sondern, wie man es im Ausland ja sehen, zu Parallelgesellschaften. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, die Dummheit auch zu machen, die Frankreich und Deutschland und ein paar andere Länder gemacht haben. Und wir, eigentlich hätten wir immer das Beispiel vor Augen. Wir haben gesagt, wo es falsch läuft, mit etwa 20 Jahren verschoben, im Fall von Deutschland, gesagt haben wir, wie wir es nicht machen und machen es trotzdem. Oder? Das ist also das zum Thema Integration. Toni Brunner. Da sind die richtigen Stichworte gefallen, aber es sind ja alles eigentlich Folgen von dem, was jetzt abgeht. Also die unkontrollierte Zuwanderung, das ist eigentlich das, was uns jetzt ja auch in eine Situation führt, dass man diverse Folgeprobleme werden hat. Armut ist ein Stichwort gefallen. Ich meine, das wird in dem Umfang nicht mehr möglich sein, so Sozialleistungen auszahlen, wie das jetzt läuft. Das wird dann auch Schweizerinnen und Schweizer treffen, weil wenn die Sozialwerke ausgehöhlt werden, dann kann man gar nicht mehr allen helfen. Und wir sehen ja gewisse Folgen schon, die jetzt über die IV, wo es auch schon erste Schweizerinnen und Schweizer treffen, weil eben die IV auch ausgenutzt worden ist und eben sehr oft auch über den Migrationshintergrund. Und ich glaube, da müssen wir einfach uns bewusst sein, wenn wir den Karren kehren wollen, dann müssen wir aktiv können darauf Einfluss nehmen, dass die Massenzuwanderungsinitiative, die vom Schweizer Volk angenommen worden ist, eben auch umgesetzt wird. Und die wird ja jetzt nicht umgesetzt, die Politik hat nichts gemacht. Eigentlich gäbe es nur etwas. Personenfreizügigkeit, die muss beendet werden. Das ist ein Systemfehler, das ist das eine. Und das zweite, sorry, wir haben mal ein Asylgesetz geschafft für Leute, die an Leib und Leben bedroht sind. Aber wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, mit der Migration nach Europa, darf man eigentlich in Europa das Signal nicht mehr aussenden, dass es da noch Asyl gibt. Da sind jetzt verschiedene Stichworte gefallen, wo wir nachher nochmal darauf zurückkommen. Jetzt nochmal Feststellung zur rasch zunehmenden Zahl von Einwanderung aus Afrika. Da sind jetzt wieder neue, ich meine, die sehr alarmierende Nachrichten auftaucht. Nämlich, dass sich Hilfswerk und Schlepper offenbar miteinander absprechen. Also ein Geschäftsmodell entwickelt haben, wo beide profitieren. Es geht so, dass die Schlepper schicken auf den schittersten Boot, wo man findet, wo völlig überfüllt sind, die Leute aufs Meer. Die Schiffe müssen heben bis aus der Hoheitszone, meistens von Libyen, draussen sind. Und dort draussen kreuzen die Schiffe von den Hilfswerken. Die nehmen die dann auf und bringen sie auf Italien.
beide von diesen Werken profitieren davon. Sönig Werke, es hat ja übrigens noch Sönige, die von der Schweiz noch Geld bekommen für das Geschäft. Und das ist jetzt etwas, was meines Wissens auch in den eidgenössischen Räten jetzt vermehrt diskutiert wird. Andi Glarner, sind wir, in was für einer Welt leben wir eigentlich, wo solche Entwicklungen möglich sind? Ja gut, in einer Welt, wo, wie du gesagt hast, halt sehr viel davon profitiert und einfach extrem viele Politiker, das heisst, Israel wollen anlangen, nicht wollen das Pfui-Thema anlangen, lieber lieb sein und einfach nicht wollen einsehen, was abgeht. Ich denke es wieder Frau Sommaruga, zum Beispiel bei unserer Bundesrätin. Ich glaube ihr, dass sie das glaubt, was sie sagt. Es ist einfach... Ja nein, es hat ja viele Politiker, die natürlich den Bürger über den Tisch ziehen. Aber ich glaube, bei ihr, das ist tatsächlich bei ihr fest verdrahtet, dass sie das Gefühl hat, sie mache etwas Gutes, wenn sie die ganze Welt reinlässt. Das hat man gerne die Woche wieder gemerkt, wo man eine Frage gestellt hat zu so einem Thema. Also es gibt ja nichts anderes zu bemerken, als du sagst. Es ist ein Geschäft geworden und es ist aber auch noch, und das ist eigentlich bemerkenswert, es ist ein Angebot- und Nachfragemodell. Also das Beispiel auf der Balkanroute, wo der EU-Türkei-Deal in Kraft kam. Am 18. März, auswendig 2016, ist er in Kraft gekommen. Und dann sind die Überfahrten auf praktisch null zusammengefallen und sind seitdem praktisch null von der Türkei auf Griechenland über. Auch die Balkanroute ist zugegangen, Mazedonien, wir nehmen keine mehr, wir lassen keine mehr durch. Der Markt ist versiegt, man hat kein Ticket mehr können verkaufen. Also wenn die Schweiz jetzt würde, oder auch Europa allenfalls, eine klare Haltung einnehmen und sagen, sorry, diesen Sommer nicht. Einfach mal nein, weil wir nehmen doch die Wirtschaftsflüchtlinge von Afrika, wir können über Kriegsversehrte und alles von Libyen, Syrien reden. Aber unmöglich, dass wir da ganz Afrika jetzt aufnehmen, was da kreucht und fleucht. Und mit dem Signal kann der Schlepper kein Ticket mehr verkaufen, weil es kauft ihm keiner mehr eins ab, wenn er weiss, dass es dann nicht mehr weitergeht. Von Syrien kommen ja verhältnismäßig wenig bis sehr wenig. Praktisch sie kommen nicht aus Schwarzafrika, also offenbar nimmt Zuwanderung aus Nigeria vor allem zu. Und das hat dann ganz eine andere Qualität als das, was Syrien würde betreffen. Aber ich meine, sehr einfache Lösung wäre doch, dass man die zwar tatsächlich auffischt aus ihrem Boot, das auseinandergeht, aber dass man sie auf Afrika zurückbringt, ja, dass man sie nicht nach Europa bringt, Toni Brugger, ja, sondern nach Afrika. Aber das waren auch Gerichtsentscheide gewesen, übrigens auch in Europa, dass nicht gehen wir, also dass man die müssen als Festland holen und zwar auf Europa. Ich weiß nicht, wie das Gericht auf so ein Urteil kommt, aber es wird jetzt immer wieder herbeizogen. Man könnte ja das nur unterbinden, wenn man sagt, und zwar Europa sagt, wir nennen keine solche Asylsuchende mehr auf. Da wird die ganze Asylindustrie am Leben erhalten. Und das Traurige ist, dass eigentlich die Schweizer Hilfswerke, die europäischen Hilfswerke noch dafür verantwortlich sind, dass es Tote gibt auf dem Meer, weil die das Geschäftsmodell pflegen. Das ist richtig. Die werden informiert, wenn wieder irgendwo ein Bötli mit übervollen Leuten aufs Meer rausgeschickt werden und ein paar hundert Meter über die Linie, wo man eigentlich dann sagt, jetzt können wir es rausfischen und dann bringen wir es wieder auf Europa. Und ich glaube eben, das wird sogar mitfinanziert durch Spendengelder in der Schweiz und wir müssen noch, oder in Europa, wir müssen sogar noch weitergehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender und alle Schweizer Medien machen da munter mit, dass man jeden Tag mit Bildern von traurigen Einzelschicksalen oder beglückt werden, wo ja noch ankurbeln, dass die Leute noch spenden und damit noch Schlepper, wo ja am Schluss sich da eine goldige Nase verdienen. Weil alle, die ja hier landen, müssen viel Geld zahlen. Die müssen nicht nur zahlen für die Überfahrt auf dem Meer, sondern nachher auch noch von Süditalien an die Schweizer Grenzen und woher dass sie auch verteilt werden. Und das Verrückteste ist noch, was macht Frau Sommaruga bei diesem Spiel noch mit? Man tut so gerne in der Schweiz Infrastruktur bauen. Jetzt wieder angekündigt, wieder 300 Millionen oder noch mehr wird man reinbuttern in Infrastrukturen in der ganzen Schweiz, in neue Asylzentren. Und dann sagt man noch, man macht noch schnellere Verfahren, dass man noch geschwinder, noch mehr kann, Leute holen. Und unterm Strich wird damit ja angeheizt, dass man eine ganze Industrie
in der Schweiz dort aufbauen, wo niemand mehr Interesse hat, dass weniger können, sondern mehr können, weil die leben alle noch von dem. Da kann man bösartig sagen, der Fernsehzuschauer muss unterhalten werden. Also es wird lieber gefilmt als gerettet. Ja, ja natürlich. Und wenn man heute in Libyen in ein Boot einsteigt und es nachher bis in die Schweiz schafft, ist man mit 61%iger Wahrscheinlichkeit, so viel ist nämlich die Schutzquote, kann man bleiben. Und mit 61% kann ich Ticket verkaufen. Wenn die Schweiz würde sagen, nein, bei uns das ja nicht, hätten wir absolut den Markt zu, weil es weiss ja jeder, die wollen ja faktisch sogar auf Deutschland rauf. Also wir müssen auch Signale aussenden und sagen, wir winken keinen durch. Also bei uns in Como, Chiasso oder der Grenze ist nachher fertig. Das macht Australien erfolgreich, auch mit Flugblättern, die es auf der Küste, auf der Gegenküste abwerfen und sagen, man werde Australien nicht zur Heimat machen können. Und somit sind sie weitestgehend verschont und die kommen, tun sie noch auf 2 Inseln einlagern. Wir müssen vermutlich auch mal irgendwann zu so etwas wieder zurückkommen. Kann man diesen betroffenen Hilfswerk nicht täuschende Absichten unterstellen oder fast kriminelle? Weil in Italien hat jetzt ein junger Typ, so ein Journalist, auf eigene Faust Recherchen angestellt. Er hat so ein Schifffahrts-Logistik-Programm sich beschafft, das alle Standorte von diesen Schiffen kontrolliert. Dann hat er die Medienberichte angeschaut und dann hat es geheissen, Nahe bei Sizilien, Rettungsschiff der Organisation so und so, hat gerade 300 Flüchtlinge zufällig aufgegriffen und können auf Europa bringen. Und er hat dann aber auf dem Schifffahrtssystem gesehen, Moment, gemäss Koordinaten ist das Schiff immer an der Küste von Afrika hin und her gefahren und hat dort dann eigentlich die aufgeschifft. Die Flüchtlinge mussten eigentlich nur ein paar hundert Meter von Afrika entfernt unterwegs sein und haben sie dann nach Europa gebracht. Aber die kann man nicht dran nehmen wegen kriminellen Handlungen. Ja gut, das ist wahrscheinlich internationales Recht und sind vermutlich nicht mal unbedingt unsere. Aber es ist tatsächlich so, die meisten von den Rettungsschiffen sind reine Fährschiffe, die nur eine Fährverbindung zwischen Libyen und Sizilien herstellen. Oder? Aber auch da wieder, wenn man Humanitätsduselei betreibt und sagt, das sind ganz arme Kerlis und so, dann kommt man natürlich schon auf die Idee, die zu retten und auch zu sagen, wir müssen jetzt einfach, und das, wenn wir vorher ein Stichwort für Arme gehört haben, ich meine, die meisten SP-Mitglieder und Grüner und was da noch im linken Lager kreucht und fleucht, denen ist natürlich das ein Anliegen, dass die Schweiz dass die Leute aufnimmt und dass am Schluss, sie sagen allen gleich gut, aber es wird dann allen gleich schlecht gehen. Das ist das Ergebnis. Und die wollen das. Sozialismus ist eine Gleichmacherei. Da kommen auch die Gelder, die nicht arbeiten, auch die, die nicht gelernt haben. Oder? Und wenn du vorher noch Stichwort Nigeria gebracht hast, bei Eritrea, oder? Da kommen in der absoluten Mehrheit kommen Analphabeten zu uns. Ich darf das sagen, wie es Frau Hochhuri gesagt hat. Allein darf ich das nie sagen. Hätte ich ein Verfahren am Hals, aber sie hat das gesagt. Und wir sehen es auch, nach 5 Jahren arbeiten 91,4% der Eritreer im erwerbsfähigen Alter nicht. Also wir tun uns da Zuwanderung eben auch auf unsere Sozialindustrie bereit machen. Jetzt haben wir schon diskutiert, an was das liegt, dass so viele kommen. Toni Brunner, wir gehen davon aus, dass im Moment mehrere hunderttausend Leute an der Küste von Nordafrika darauf warten, auf Europa zu gehen. In den Ländern südlich von der Sahara, da redet man von Millionen, die nach Europa kommen wollen. Stehen wir da vor einer Afrikanisierung von Europa? Ja, wenn Europa das weiter zulässt, durchaus, weil wir haben ja auch in der Schweiz das Phänomen, wenn es von einer Bevölkerungsgruppe eine gewisse Anzahl hat, gibt es dann die Hotspots, die immer neue anzüchten, oder? Weil es ist einem eigentlich dort wollen, wo man auch soziale Umfeld hat und das ist vor allem auch die Gleichen aus den gleichen Kulturen, aus den gleichen Ecke von dieser Welt. Und das ist ja jetzt eben genau das Verheerende, dass eigentlich mit dem, dass man das zulässt, immer mehr eben auch den Nachzug hat aus diesen Staaten. Das spricht sich ja um. Also Eritreer können nicht zufällig immer mehr in die Schweiz, weil da sind schon viele Eritreer. Und das ist der eine ist ihnen ist Familiennachzug, aber der andere sind eben Kollegen. Und wenn einer da ist, dann nachher hat das wieder auf 6, 7 andere einen direkten Einfluss. Und das ist ein Teufelskreis. Und darum sage ich, wir müssen uns heute schon überlegen, helfen ja, aber wieso eigentlich noch wieso nicht vor Ort? Dass man am Rand von Krisenherd Infrastruktur schafft, da ist ja die Schweiz gut,
zum Beispiel bei Wasserversorgungen und so weiter, dass man da würde ich sagen, statt dass wir da Franken in der Schweiz investieren, in eine ganze Asylindustrie, tun wir gescheiterte Franken vor Ort investieren, am Rand der Krisenherd, tun dort die Infrastruktur unterstützen, aber Asylrecht in der Schweiz, ich glaube, diesen Begriff müssen wir, seit er so ausgenutzt wird, durch Wirtschaftsflüchtlinge, generell hinterfragen. Das ist vielleicht spannend, weil der Eritreer, also 2015, haben wir rund 15.400 Eritreer aufgenommen, Österreich 110. Oder? Also man sieht, man geht dort her, wo die Kollegen schon sind, das hat man auch übrigens gesehen beim Balkankrieg, also wo sind die Herren? Kosovo-Albaner und so, sind natürlich zu uns gekommen, weil ihre Verwandten schon angelebt haben. Oder? Wobei, die sind ja bald noch fast willkommen im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. In Bezug auf Integration oder auch Hilfsmassnahmen vor Ort, wenn jetzt Nigeria in den Mittelpunkt kommt, das ist ein Erdölland, sehr reich an Bodenschätzen. Meine, wir müssen doch nicht aus einem reichen Land Leute aufnehmen, die, das hat ja gar nichts mit Asylrecht zu tun. Ich meine, kann man wenigstens erwarten, dass die eidgenössischen Räte dazu kommen, mal zu sagen, wir reden nicht mehr von Asyl, von diesen Zuwanderern aus Afrika. Das hat nichts mit Asyl zu tun, sondern es sind Söhne, die einfach ein besseres Einkommen suchen, ohne dass sehr viel müssen leisten, ist da nicht einmal einfach auch eine Wortschatzänderung. Und das hat ja dann natürlich Auswirkungen auf Gesetz notwendig. Ja, gut, das ist die Frage natürlich. Also im Moment läuft genau das Gegenteil. Also, der Bundesrat will den Begriff der vorläufigen Aufnahme jetzt aufweichen. Wir haben, glaube ich, übernächste Woche eine Vorlage dazu, wo man den negativen Begriff eben sogar noch verbessern. Man sagt, wenn die vorläufige Aufnahme heisst, haben dann die Arbeitgeber das Gefühl, wir können den nicht beschäftigen und so weiter. Also man macht nicht den Asylbegriff schärfer, sondern man macht die Begriffe, die man so schon einlagert unter dem Titel, jetzt noch ein bisschen softer, dass es noch ein bisschen besser tönt. Und ich glaube, es gibt auch im internationalen Recht, gäbe es nicht einen anderen Status, entweder hat jemand Asyl oder nicht. Und ich glaube, wir müssen auf der Suche sagen, er hat kein Asyl. Es läuft eben perfid, oder? Vorläufig Aufnahme heisst, das sind Leute, die wieder heim in die Heimat. Jetzt wird der Begriff, wie der Andi Glarner zu Recht gesagt hat, verwässert. Und man sagt, und jetzt kommt die politische Forderung, ja, aber Asylbewerber müssen doch arbeiten können. Und das ist nie die Idee gewesen, dass die Leute da bleiben, sondern die wären jetzt unter dem Vorwand vom Arbeiten integriert, damit sie nicht heim müssen. Und das ist eigentlich verheerend, weil da gibt es dann nachher auch immer Leute, die dann sagen, ja gut, also jetzt der geht nicht. Aber das wird eben zu einem Modell gemacht, dass alle Leute, die eigentlich kein Aufenthaltsrecht hätten, weil sie gar keinen Asylgrund haben können vorweisen, aber aus irgendeinem Grund nicht heimgeführt werden, dass da jetzt praktisch über die Schiene von dieser Asylindustrie versucht wird, jeder, der da ist, da zu behalten. Belohnung von illegaler Einwanderung. Ja, natürlich. Und da kommt noch dazu, also wenn man den Jahresbericht 15 liest vom Bundesrat, da versteht man die Welt nicht mehr. Oder? Also da hat der Bundesrat geschrieben, es sei ja noch ganz schwierig für die Leute Geld heimzuschicken. Man müsse jetzt also das vereinfachen. Muss ich mir vorstellen. Ich habe Frau Sommaruga gefreut in der Kommission und gesagt, Frau Bundesrätin, das ist ein Druckfehler. Das haben Sie anders gemeint. Wir müssen das sehr schweren, dass man fast kein Geld mehr heimschicken kann. Sonst kommen ja die Nächsten wieder. Aber sie hat gemeint, nein, das ist ganz wichtig. Es sei also keine Betür, Geld heimschicken. Wir müssen das irgendwie jetzt verbilligen. Und da sieht man die Denkweise, die völlige verblendete Denkweise von einer Ministerin, wo am völlig am falschen Ort ist. Nein, aber Perversion führt eben dorthin, dass wir heute im Parlament sogar über Fragen müssen abstimmen, diese Woche passiert im Parlament, dass man muss darüber entscheiden, ist es jetzt gerechtfertigt, dass Asylbewerber, die in der Schweiz Schutz suchen, weil sie ihrem Heimatland gefoltert werden, ob so Leute eigentlich dürfen in ihrem Heimatland Ferien machen. Also, wenn ja die an Leib und Leben gefoltert oder bedroht werden,
glaube ich, wäre nicht mein erster Wunsch, im Heimatland keine Ferien machen. Aber vielleicht andere Glaner müssen das Geld heimbringen. Ja, ja gut, Frau Bundesrätin hat natürlich mit weinerlicher Stimme einzelne Schicksale aufgezählt, wo man tatsächlich hat sagen, ja, dass wenn das jetzt so wäre, dass an einer Asylbewerberin, die bei uns wohnt, ihre Tochter im Sterben liegt, dass man dann die noch einmal besuchen kann. Aber ich meine, es hat natürlich hat HRTV, aber wir können nicht auf den Einzelfall schliessen, sonst haben wir die ganze Welt bei uns. Also ich glaube eben, wir sind aber, muss der Fairness halber sagen, wir sind durchgekommen. Also das Parlament hat für einmal uns geholfen. Nein, wir sind noch nicht durchgekommen. Das ist im Nationalrat gewesen, und der Ständerat wird es dann wieder versenken. Ja. Wir kommen jetzt schon langsam zu der letzten Viertelstunde von unserer Sendung. Bevor wir Personenfreizügigkeit noch etwas vertiefter anschauen, möchte ich mal zu einer Begriffserklärung kommen. Wir haben jetzt viel von Migrationshintergrund geredet, aber ich vermute, viele wissen gar nicht, was der Bund darunter versteht. Es ist nämlich so, in Tat und Wahrheit ist ein eingebürgerter Kosovo-Albaner, der der Sohn ist von einem ebenfalls eingebürgerten Kosovo-Albaner zum Beispiel, der gilt gar nicht mehr als Migrationshintergründung. Und der gilt dann nämlich schon als Einheimisch, also ganz spezielle Kriterien. Wir denken doch einfach, der Ausländer, ein Teil muss ausländisch sein von einer Person. Tut das Bundesamt für Statistik uns auch ein bisschen täuschen, dass wir das Gefühl haben, im Moment sind doch noch nicht so viele Leute mit Migrationshintergrund. Dabei wären es schon viel mehr als die 36%. Ich weiß nicht, ob es bösartig ist. Man muss es fast annehmen, weil eben die Interpretation, die sie jetzt machen, ist wirklich abenteuerlich. Es sind zwei Schienen, neue Begriffe. Eben. Wenn du plötzlich sagst, er hat keinen Migrationshintergrund mehr, obwohl er eine Eindeutung hat, und die Bürger wie Weltmeister, um die Zahl runterzubringen von den Ausländern. Und trotzdem, denkt daran, der Philipp Müller hat mal eine 18%-Initiative gemacht. Reden wir nicht von Schwarzenbach, wo bei 11%, wenn ich so auswendig sage, war. Jetzt sind wir bei über 25%. Ausländeranteil direkt, was man zugeben, trotz Einbürger wie Weltmeister und trotz Statistik verfälschen. Und dann muss man das ja auch sehen vor dem Hintergrund von dieser Terrorwelle, die verschiedene europäische Staaten erleben, die immer wieder feststellen, das sind sogenannte Zweit- und Drittgenerationer, die da vor allem als Täter auftreten. Also das heisst, man kann zwar statistisch sagen, das ist kein Ausländer, aber in diesen äußerst tragischen Zusammenhängen, wo es dann zu diesen schweren Anschlägen kommt, da sieht man dann plötzlich, dass die Konstruktionen ja völlig in sich zusammenfallen und überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. In den letzten Monaten hat sich die Situation mit der Personenfreizügigkeit ja stark zugespitzt weiter, weil ja einfach im Bundesbern ja der Vorgang passiert ist, dass man die beschlossene Masseneinwanderungsinitiative nicht umsetzt. Jetzt ist eine Initiative in der Pipeline, also respektive stehen mehrere Varianten zur Auswahl, wo die ANS und die SVP daran beteiligt sind. Unsere Frage an die beiden Nationalräte, wie ist dort der Stand und wann kann man damit rechnen, dass es losgeht? An was ist man im Moment noch am vielen? Und um die Leute mal zu informieren, wie es dort steht. Gut, es sind verschiedene Varianten auf dem Tisch. Wie mein Informationsstand ist als Altpräsident von der SVP, wird man auch der SVP-Delegiertenversammlung dann vom Parteivorstand her verschiedene Varianten unterbreiten und sicherlich dann auch Delegierten ein bisschen den Puls spüren, in welche Richtung das gehen soll. Was, glaube ich, unbestritten ist, ist die Erkenntnis, dass Personenfreizügigkeit muss beendet werden mit der EU. Die Frage ist, wie erreicht man das am besten und so, dass es nicht Flurschäden gibt. Das ist dann eben eine Frage von der, zum Beispiel von der Formulierungen, dass man jetzt nicht unbedingt unseren Fokus zum Beispiel auf die EFTA-Staaten haben, wo ja eigentlich Migration in die Schweiz jetzt nicht das Hauptproblem ist, sondern dass wir uns wirklich auf das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU vordergründig darauf konzentrieren, dass man das beenden kann, allenfalls halt auch künden oder wie man es auch immer machen kann. Da ist, glaube ich, jetzt einfach wichtig, dass da eine gute Formulierung gefunden wird. Und da ist eine Arbeitsgruppe zwischen der SVP und ANS dran und das muss im Verlauf des Sommers zu einem Ergebnis führen, ob man dann im Herbst
oder noch dieses Jahr anfangen zu sammeln. Ich hoffe es persönlich, weil ich will, dass man da nicht mehr zu viel Zeit verliert. Aber wir wissen ja, saubere Bütze jetzt ist wichtiger als ein Schnellschuss, der nachher nicht verhebt. Also zentral wird da schon sein, dass die Formulierung absolut wasserfest ist. Nicht, dass man wieder einen Trick macht und versucht, nicht umzusetzen. Ich denke, das muss man den Leuten auch immer erklären, wenn viele das Gefühl haben, die warten jetzt ein bisschen lang. Mhm. Aber meinem eingangs hast du, Andi Glarner, gesagt, man hat gar nicht realisiert, wie schnell das geht. Die grundlegende Verwandlung von der Bevölkerungszusammensetzung. Und von dort her muss man natürlich schon sagen, es ist also Zeit, dass jetzt etwas, dass jetzt etwas passiert. Und die Schritte, die müssen zügig eingeleitet werden. Das besteht da Konsens. Also eben, kein Schnellschuss, aber Fürschi machen, glaube ich. Überlegt, nicht? Genau. Aber ja. Aber wir haben die Woche ein Treffen gehabt mit dem Smith-Mem, oder? Und dort haben wir natürlich den grössten Find, oder? Also die Wirtschaft, die sagt, hey, ihr könnt uns nicht die Leute wegnehmen. Nur wenn wir eben nicht da schauen, was die für Leute effektiv jetzt gebraucht haben, an qualifizierten Leute, da reden wir von Maximum 4'000. Und für die 4'000 Qualifizierten haben wir dann von 76'000, weiss Gott, was ihr geholt. Und ja, das muss man das Wissen und der Wirtschaft beibringen und sagen, wir finden ein System, wo ihr eure Leute, eure hochqualifizierten, hochdekorierten Fachleute überkommt, aber ohne, dass wir die ganze Zuwanderung auf Sozialwesen, Zuwanderung auf die Arbeitslosigkeit auch noch mitnehmen. Das wissen wir ja aus der Einwanderung, dass Einwanderer, die ihren Lebensunterhalt selber bestreiten, arbeiten, sich integrieren durch das Arbeiten in der Gesellschaft, die verursachen uns viel, viel weniger Probleme, als wenn 76'000 im Prinzip den Sozialämtern anheimfallen. Das kann ja niemand finanzieren. Wobei, es wäre aber auch dann, es wäre jetzt, wenn 80'000 Arbeitswillige kämen, wo jeder Einzelne würde arbeiten gehen, wäre es dann gleich mit der Zeit auch ein Identitätsproblem für die Schweiz. Man stellt sich mal vor, es kämen da 20% von Muslimen, dann gute Nacht. Aber nur noch eine Bemerkung. Also erstens mal, es ist so, dass schon letztes Jahr ist es losgegangen, dass weniger Leute über die Freizügigkeit in die Schweiz gekommen sind, die im Erwerbsprozess gelandet sind, als solche, ja, ja, die arbeiten tun. Also, ihr müsst auch wissen, wenn man jedes Jahr Leute in die Schweiz lässt, die nicht im Erwerbsprozess sind, dann nachher heisst das, aus dem Umfeld muss ja ständig mehr betreut werden. Man braucht wieder mehr Ärzte, Krankenschwestern, Lehrerinnen und alles. Und das wird dann alles wieder über die Freizügigkeit. Darum ist einer der grössten Treiber ist der Staat selber, nämlich die Betreuungsindustrie, wo auch noch dort die Leute in die Schweiz bringen. Und darum habe ich auch gefordert, dass man einfach jetzt mal einen Riegel schieben muss, dass der Staat beispielsweise keine ausländischen Angestellten mehr ins Land lassen darf. Er darf keine mehr anstellen. Also keine staatlich angestellten. Kein genau. Keine in der Kernverwaltung und in der öffentlichen Stelle. Da kann man ja dann noch definieren, wie weit rum das gehen soll. Keine ausländischen Arbeitskräfte, die der Staat darf einholen darf. Also, meine, man kann ja das Faktum noch beisteuern. Ein Arbeitsloser, ein Sozialempfänger beschäftigt natürlich Leute aus der Hilfsindustrie. Also die haben ja eigentlich Freude, wenn sie reinkommen. Das tut ihren Tätigkeitsbereich ausdehnen. Mhm. Und es gibt ja vielleicht auch politische Parteien in der Schweiz, die solche Funktionäre dann auch als ihre sichere Kundschaft ja anlegen. Denen wird von den Wahlen angerufen. Ja, ja, also. Sie leben ja von dem. Also wir haben im Parlament ein paar Leute, die von dem leben. Und wir haben auch immer wieder eine Studie, wo man die Armutsgrenze ein bisschen runtertut, damit man früher sagen kann, es sind noch mehr Leute arm und dann den Hilfswerk wie Caritas und Co. noch mehr Aufdeck kann geben, wo dann wiederum die gleichen Parlamentarier am Honigtopf hängen. Wir haben das Problem nicht gelöst, aber wir haben ein paar Nägel eingeschlagen, glaube ich, das kann man sagen. Es war Premiere gewesen. Das erste Mal haben wir in dieser Aufmachung ein Schweizer Zeitmagazin aus dem Haus der Freiheit jetzt ausgesendet. Ich möchte den Teilnehmenden bestens danken. Nationalrat Andi Glarner, dem Gastgeber Toni Brunner, der uns da die Bühne da zur Verfügung gestellt hat. Ich danke dem
zu den Zuschauern an den Fernsehapparaten. Ich danke aber auch dem Publikum, das uns da aus dem Hintergrund beobachtet hat. Ich danke im Aufnahmeteam. Die zweite Ausstrahlung dieser Sendung können Sie bei Schweiz 5 am Sonntag, 2. Juli ab 15.00 verfolgen. Die nächste Sendung Schweizer Zeit Magazin wird am 28. Juli am 9. Abend auf Schweiz 5 ausgestrahlt. Das Thema werden wir noch finden für diese Sendung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich freue mich, Sie bei meinem nächsten Schweizer Zeitmagazin wieder einmal dürfen zu begrüßen und mit Informationen aus unserem Verlag bedienen. Danke vielmals, noch einen guten Abend.